Ja, wir haben jetzt ganz kurz nochmal zur Wiederholung festgestellt, dass das Verformen des Streckblasens gibt. Ich war gerade nochmal so als Wiederholung, bin ich für mich nochmal ins Wohnzimmer zurückgegangen und habe mal geguckt, was ich denn da habe. Und das ist jetzt hier eigentlich das Endprodukt. Das könnte das Endprodukt sein. Und das kann man sehr schön, am Ende kann man sehr schön erkennen, dass es eine Preform war, weil ich diese Anspritzstelle an dieser Stelle noch habe. Die stammt natürlich dann vom Preform her. Und Sie haben gelernt, naja, also vorher dieses Preform, er wird gestreckt, er wird geblasen, bis er diese Endform hat. Aber was den Preform verrät, das ist diese Anspritzstelle an dieser Stelle. Und ein bisschen Rest CO2 drin. Man erkennt, diesen Preform nutzt man deshalb auch, weil ich hier eine relativ hohe Maßgenauigkeit habe, eben für karbonisierte Getränke. Und ja, das ist hier nochmal der Deckel. Und auch den Deckel habe ich nochmal, wenn ich mir den genau anschaue und ich gehe mit dem Finger hier drüber, dann merke ich, genau in der Mitte ja, es ist ein bisschen rau und das lässt eben auch darauf schließen, dass dieser Deckel hier eben auch ein Teil eines Spritzguss oder durch Spritzgießen dann eben gefertigt wurde. Ja, also, was wir gelernt haben aus Preforms. Preforms nutzt man, weil man hier oben eine hohe Maßgenauigkeit hat. Und diesen anderen Prozess, den man hier hat, den kriegt man eben sehr einfach über Streckblasformen her. Ist einfach sehr, sehr wirtschaftlich, dieses Verfahren. Das habe ich Ihnen aus einem gewissen Grund gezeigt. Ich lege die Flasche mal einfach zum Boden. Ich möchte Ihnen ein anderes Verfahren zeigen und vielleicht fange ich mit einer anderen Verpackung an. Als ich dann eben die Flasche holen war, habe ich mir auch noch ein anderes Produkt genommen. Den Seifenspender hier. Was ist denn hier drin? Ah, Thesaurier d'Orient. Wie auch immer. Riecht auch total extrem gut. Bisschen vanillig. Und wir gucken uns mal diese Verpackung an. Jetzt kann man sich vorstellen, es ist kein karbonisiertes Getränk dahinter. Das ist klar. Das ist Handseife. Hier gibt es aber auch ein Gewinde. Und schauen Sie mal. Ja, Verpackungstechnik, was das für ein Spender ist, der dahinter ist. Mit einer metallischen Feder. Also ist nicht immer alles so ganz so ohne, auch in der Verpackungstechnik. Schauen wir uns aber nur mal diesen Körper an. Ich gucke mir mal die Rundseite an. Und wenn ich mir die Rund- und oder die Unterseite an. Und die Unterseite, die hat unten keine Anspritzstelle. Ich nehme nochmal zum Vergleich die PET-Flasche hier, ist aus PET. Und da kann man die Anspritzstelle kennen. Und hier erkennt man eigentlich nur so eine lange Linie. Und wenn man mal mit dem Finger rüber geht, merkt man, die ist etwas erhöht, dass es eine Schweißnaht hat. Also, es muss noch andere Verfahren gehen. Und die Frage ist jetzt einfach, wie stellt man denn so etwas her? Das packen wir mal wieder weg. Jetzt fällt doch alles um, aber egal. Und dieses Verfahren, das nennt sich eben Extrusionsblasen. Ist hier im Bild nochmal dargestellt, wie das funktioniert. Extrusionsblasen, hier oben ist ein Trichter, man erkennt, hier ist wieder eine Schnecke. Und die Schnecke fördert das aufgeschmolzene Granulat, diese thermoplastische Masse, nach vorne. Und hier gibt es ein Ringdorn oder ein Ring. Und um diesen Ring verteilt sich die Masse, das ist wie so ein Regenschirm, und dann läuft die Masse eben an der Seite runter und im Prinzip habe ich einen heißen Schlauch. Dieser heiße Schlauch, der eben durch Extrusion hergestellt werden, der kommt hier in eine Form, das sieht man. Die Form schließt sich, da wird sie geschlossen, das ist die geschlossene Form. Und dann kann man erkennen, hier sind so ganz klein dargestellt, so Pfeile. Dann wird hier reingeblasen und dann wird die Endform eben gefertigt. Und dann kann man sich vorstellen, hier unten am Boden habe ich, wenn ich das dreidimensional darstellen würde, hätte ich hier eben eine Schweißnaht sozusagen im Abformprozess. Und das Ganze nennt man dann eben Extrusionsblasen. Das hat also da nichts mit den anderen Verfahren zu tun, sondern Extrusionsblasen. Jetzt gucken wir uns das Ding nochmal an. Da gab es irgendwie nochmal ein Video, das habe ich rausgenommen. Ich war tatsächlich auch nochmal oben im Bad, aber nicht heute, sondern habe das schon mal damals vorbereitet. Habe dann nochmal dieses Produkt gefunden. Es könnte jetzt auch jedes andere Produkt gewesen sein. Ich will ja keine Werbung für DM machen oder sonstige Dinge, aber das ist mir in die Finger gefallen und dann habe ich mir den Deckel angeschaut und dann sehe ich diese Anspritzstelle und die lässt eben auf Spritzgießen schließen und wenn ich mir den Boden anschaue, dann stelle ich eben fest, ah, guck mal hier kann ich eben
sehen, das ist eine Schweißnaht, die ich unten habe. Und das ist eben über Streckblasen hergestellt. Und wenn ich mir noch ein bisschen weiter geht, Extrusionsblasen, Streckblasen ist Quatsch, wird über Extrusionsblasen hergestellt. Und die oberen Flaschenkopf oder das obere Beispiel ist nochmal eine PET-Flasche. Da sieht man eben, hier hat man eben als Vorform eine Vorform gehabt und hat dann eben durch Streckblasen eben hier von mir aus für karbonisierte Getränke eben dieses Produkt erreicht. Und da kann man eben nochmal diese Anspritzstelle erkennen. Gut, vielleicht machen Sie es selber heute mal, gehen mal oben in Ihr Bad oder in die Küche und schauen sich einfach mal, schauen mal nach Hinweisen, die eben drauf auf nach Hinweisen eben wie solche Spritzstellen oder Schweißnähte, und die verraten Ihnen so ein kleines bisschen etwas über die Geschichte dieses Packmittels. Sehr schön. Soweit, glaube ich, haben wir es erstmal. Und ich möchte Ihnen gleich etwas vorstellen. Das ist das Kurextrusionsblasen. Dazu mache ich aber eine kleine Pause, denn mir fehlt noch etwas. Und das will ich Ihnen gleich erst einmal nochmal oben aus dem Bad holen. Und dann sprechen wir gleich über das Kurextrusionsblasen. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie dran. Bis gleich.